Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zum heutigen Tag, dem 6. Januar. Wir feiern Epiphanias oder auch die heiligen drei Könige oder die Taufe im Jordan. In den östlichen Kirchen wird das Weihnachtsfest am 6. Januar gefeiert. Zu mir persönlich stellte sich lange Zeit die Frage, was ist denn das, was hier gefeiert wird? Und wir haben ja am 24. Dezember Heiligabend. Und was wir hier wirklich feiern, ist, dass Weihnachten die Geburt des Jesusknabens ist. Also eines Menschen, eines leiblichen, physischen Menschen, der in einer Vorbereitung aus einem Volk herausgeboren wurde, das über lange, lange Zeit darauf vorbereitet wurde, die Möglichkeit zu schaffen, dass ein Menschenleib geboren werden konnte, in dem dann später ein hohes Geisteswesen, der Sonnengeist, aber auch der Sohn Gottes einziehen konnte. Und so haben wir Weihnachten mit der Geburt des Jesusknaben, einen Vorgang, der erst vor weniger Zeit mehr und mehr bekannt worden ist, dass ja die Evangelien von zwei verschiedenen Jesusknaben sprechen. Und diese zwei Jesusknaben, da waren geboren die Individualitäten von zwei verschiedenen Menschenwesen, dem Zarathustra-Geist und dem Nathan, der nathanischen Seele, der weisheitsvollsten Menschenseele, dem Zarathustra, und der sozusagen reinsten, liebevollsten Menschenseele, die nathanische Wesenheit. Und das alles war eine Vorbereitung dafür, dass ein so hohes Geisteswesen wie der Christus in die Menschheit sich verkörpern konnte. Also das höchste Geisteswesen, das jemals auf Erden sich verkörpert hat und auch jemals sich verkörpern wird, hat einen menschlichen Leib gefunden oder es ist ein menschlicher Leib im höchsten Maße vorbereitet worden. Und da möchte ich beginnen mit Wahrspruchworten Rudolf Steiners. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet und der in dieser Überwindung sich selber erst in Wahrheit findet, so wie die ganze Menschheit sich in Christus in Wahrheit selber finden kann. So feiern wir an diesem heutigen Tag das wirkliche Erscheinen, die wirkliche Offenbarung des Herrn, also des Christus, der heruntergekommen ist und sich verbunden hat mit dem vorbereiteten Menschenleib des Jesus und das geworden ist, dieses Wesen, das wir nennen, den Jesus Christus. Also Weihnachten feiern wir die Geburt des oder der beiden Jesusknaben. Und 30 Jahre später steht nun der Jesus vor Nazareth, vor dem Johannes, dem Täufer. Im Jesus steht vor dem Johannes eine Menschengestalt, die durch lange Vorbereitung so weit nun gekommen ist, den höchsten Geist, der je auf Erden verkörpert sich hat, in diesen Jesus einziehen zu lassen. Der Christusgeist zieht in diesen Jesus bei der Taufe ein. Das ist es, was wir feiern an diesem 6. Januar. Und das ist die Geburt des höheren Ich, wie wir Menschen auch durch Veredelung, durch Höherentwicklung dieses höhere Ich, dieses Christuswesen in uns einziehen lassen können. Der Jesus, der nun zum Jesus Christus wurde. Also Weihnachten feiern wir die leibliche Geburt des Jesus, Epiphanias, die geistige Geburt des Jesus Christus.
Zitat Rudolf Steiner: Der menschliche Organismus, welcher bei der Johannestaufe am Jordan stand, als das Ich des Jesus von Nazareth aus den drei Leibern fortgegangen war, also dem physischen Äther und Astralleib, barg nach der Taufe in voller bewusster Ausgestaltung jenes höhere Menschheit selbst, das sonst den Menschen unbewusst mit Weltenweisheit am Kinde wirkt. Aber damit war die Notwendigkeit gegeben, dass dieses mit der höheren Geisteswelt zusammenhängende Selbst nur 3 Jahre in dem entsprechenden Menschheitsorganismus leben konnte. Es musste dann die Tatsachen so verlaufen, dass nach 3 Jahren das irdische Leben des Wesens zu Ende war. Was zeigte sich an diesem höheren Ich, das zusammenhängt mit den geistigen Hierarchien und das in den Menschenleib des Jesus von Nazareth in der Zeit eintrat, so dass sein Eintreten dargestellt wird symbolisch unter der Signatur des herabsteigenden Geistes in Gestalt der Taube mit den Worten: Das ist mein vielgeliebter Sohn. Heute habe ich ihn gezeugt. Soweit ein Zitat durch Steiners von 1913. Also wir haben den Menschen Jesus und wir haben das höchste Geisteswesen, das sich mit diesem Menschen Jesus verbindet, zum Jesus Christus wurde. Und dieses höchste Wesen kann aber nur für 3 Jahre weilen in diesem Leib, weil es eben aus höchsten Sphären heruntersteigt und nicht in so längerer Zeit sich mit einem Menschen, physischen Menschenleib verbinden konnte. Und wenn man dieses Bild ins Auge fasst, so hat man das höchste menschliche Ideal vor sich hingestellt. Denn es bedeutet nichts anderes, als dass in der Geschichte des Jesus von Nazareth berichtet wird, in jedem Menschen ist erkennbar der Christus. Das ist es, was wir in der Nachfolge nun sehen können, dass diese Verbundenheit mit dem Christuswesen, das Einziehen des Christuswesen in den Menschen, in das Menschenwesen für jeden Menschen heute erreichbar sein kann, die Verbundenheit mit dem Christus. Mit der Taufe im Jordan trat nun auf ein Mensch, in dem in jedem Augenblick die geistige Welt, der ganze Umkreis, Vergangenheit und Zukunft gegenwärtig waren. Ich zitiere: Es stand also dem Täufer gegenüber der Leib des Jesus von Nazareth, und in diesem wirkte nun herein die kosmische Individualität des Christus. Bei einem anderen Menschen wirken die kosmisch-geistigen Gesetze nur so, dass sie in das Erdenleben hereinstellen. Dann treten entgegen diesen Gesetzen diejenigen, welche aus den Bedingungen der Erdenentwicklung stammen. Bei dem Christus Jesus blieben nach der Johannestaufe die kosmisch-geistigen Kräfte allein wirksam, ohne alle Beeinflussung durch die Gesetze der Erdenentwicklung. Wir haben also in Jesus Christus das unmittelbare, ununterbrochene Hereinwirken der höchsten geistigen Welten in die Menschenwelt. Es muss ganz besondere Entwicklungen sein, bis ein Kind wie das Jesuskind geboren werden konnte. Also das Volk musste entsprechend vorbereitet werden. Die Mutter des Herrn musste so weit entwickelt sein, in solche Individualität sein, um dieses Jesuskind zu gebären, und dieses Jesuskind musste entsprechend aufwachsen und sich entwickeln. Und es mussten ganz besondere Menschenwesen bis zur Johannestaufe in diesen beiden Jesusknaben wirken, die sich ja dann verbunden haben bei dem Ereignis im Tempel, damit sich vorbereiten konnte die Geburt des Christuswesen, in dem Jesus von Nazareth in seinem 30. Lebensjahr. Und Zitat: Und dann fand jenes Ereignis statt, das ich öfters beschrieben habe als die Johannestaufe im Jordan. Das Christuswesen senkte sich hinab in seinen Leib. So waren die Vorgänge. Jesus war jetzt durchdrungen von dem Christuswesen.
Seit jenem Gespräche mit seiner Mutter war gewichen das Ich des Zarathustra, also die beiden hohen Menschenwesen, die das vorbereitet hatten, und vor allem das Ich des Zarathustra, das ging aus dem Jesus hinweg und es trat das Welten-Ich ein, der Christus. Und dazu möchte ich aus der ersten Klasse der Freien Hochschule die dritte Tafel zitieren: Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod, er steht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt in Stoffes Sterben Geistgeburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Welten werden. Soweit das von Rudolf Steiner gegebene. Und es zeigt uns den Weg, den die Menschheit heute gehen kann in ihrer geistigen Entwicklung, in ihrem Geistesstreben, wie sie sich nach und nach mit dem Christuswesen verbinden kann, das Christuswesen in sich aufnehmen kann, erkennen kann und so auch sich mit dem guten Göttern, mit den Geistern dieser Welt zu verbinden. Und das Erkennen des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weltenwerdens. Und das ist es jetzt nun, was wir weiter uns ansehen können, uns die Fragen stellen können. Ja, wie ging denn das, dass der Sohn Gottes, dass ein so hohes Wesen sich mit einem Menschen verbinden kann? Dazu müssen wir ja auch an uns arbeiten, an der Erkenntnis, dass eben die Welt nicht eine physische, tote Zusammenwürfelung von Materie ist, sondern die Werkwelt des Weltenwortes, der geistigen Wesen, der Hierarchien, der Trinität, und dass diese Geisteswesen, die schaffenden, schöpfenden Wesen, die diese Welt erschaffen haben, um die Menschheit als freie, liebende Wesen hervorzubringen, um sie dazu zu bringen, im Selbstbewusstsein sich weiterzuentwickeln, wie so solch ein höchstes Wesen herabgestiegen ist, immer mehr sich verdichtet hat, bis in unsere physische Welt, also aus den höchsten Geistessphären herabkam. Und das sind eben die Stufen der Menschwerdung. Das christliche Mysterium ist das Mysterium der Sonne als physisches, seelisches und geistiges Wesen. Also die Sonne zu sehen und die Erkenntnis zu haben, wir sehen eine physische Sonne, aber wir sehen auch eine ätherische Sonne und wir sehen eine geistige Sonne. Und das sind höchste geistige Wesen in der Sonne, die in einer Verbundenheit mit dem Menschenwesen sind. Und der Christus, das ist der hohe Sonnengeist, die dreifache Sonne. Zitat, und so gab es eine Stufe der menschlichen Kulturentwicklung, in welcher die Initiierten, also die Eingeweihten in die Wirklichkeit und die Wahrheiten der Welt, in der Sonne ein göttlich-geistiges Wesen sahen. Das war in der urpersischen Zeit. Dann diejenige Stufe, in welcher die Initiierten in der Sonne Kräfte sahen, also in der ägyptisch-chaldäischen Zeit war das dann. Und die da wirken. Und eine dritte Stufe, in welcher die Initiierten, also die Eingeweihten der Geist in die geistigen Wirklichkeiten, nur mehr die Wirkungen des Sonnenwesens im Äther der Erde sahen, also in der griechischen Zeit. Und Julian Apostata sagte, dass die Sonne drei Aspekte habe: einen des irdischen Äthers, also der bildenden geistigen Kräfte, einen des dahinter stehenden Himmelslichtes, also der Geisteswesen, die darin walten, und der chemischen, der Wärme oder Feuer und Lebenskräfte, wie wir sie im Physischen kennen, und einen Aspekt ganz geistiger Wesenheiten.
Und dafür wurde er bekämpft von Gruppen, die den Menschen vorenthalten wollen, die Wahrheit von der Welt. Und der Sohn Gottes steht in der Hierarchie über der ersten Hierarchie, über den Seraphimen. Jedes höhere Wesen kann sich als niederes Wesen offenbaren. Also ein niedrigeres Wesen kann nicht sagen, ich will jetzt ein Erzengel sein. Aber ein Erzengel kann sagen, er möchte Engel sein oder Menschenwesen, in einem Menschenwesen verweilen für einige Zeit. So ist der Sohn Gottes in seiner höchsten Offenbarung als Geist der Seraphim, dann als hoher Sonnengeist, als Wesen der Elohim wirksam. Ich zitiere: Es rührt davon her, dass die Christuswesenheit in allen ihren Kräften, in all ihren Impulsen eine wesentlich höhere Individualität ist als alle Individualitäten der sonst charakterisierten Hierarchien, also Engelhierarchien. Also wir haben ein höchstes Wesen, das Schritt für Schritt heruntersteigt aus der geistigen Welt, zuerst im Fixsternhimmel in den höchsten Geistessphären erscheint. Und das wirkliche Heruntersteigen des hohen Sonnenwesens von kosmischen Höhen auf der Erde, das ist dasjenige, was sich das Mysterium von Golgatha vollzieht. Und das ist das, was wir in dem Mysterienweg des Christus sehen. Zuerst das Herabsteigen zu den für uns höchsten Sphären des Fixsternhimmels, wo der Christus für die Menschenwesen harmonisierend gewirkt hat auf unsere 12 Sinne, ein dann weiteres Heruntersteigen des Christuswesens in der geistigen Welt, in die Sphäre der Wandelsterne, der Planeten, um unsere 7 Lebensorgane zu veredeln und in Harmonie wiederzubringen. Und ein weiteres Heruntersteigen in die Sphäre von Erde, Sonne, Mond, um unser Denken, Fühlen und Wollen in einen Gleichklang zu bringen. Und dann aus der geistigen Welt in die Erdensphäre zu gelangen und sich mit der Erdensphäre zu verbinden, das Christuswesen, um unser Ich zu harmonisieren. Also die Geburt des Iches aus dem Welten-Ich heraus. Und in den vergangenen Kulturzeiträumen näherte sich das Christuswesen der menschlichen Sphäre der Erde an. In dieser Annäherung in die 12 Tierkreiszeichen des Fixsternhimmels zu der Sphäre der 7 Wandelsterne über dem Zusammenwirken von Sonne, Mond und Erde hin zu einer einzelnen, einmaligen Verkörperung auf Erden. Jeweils wirkte das Christuswesen eine für die Menschheitsentwicklung unbedingt notwendige Harmonisierung. Zuerst durch die Verbundenheit mit dem Fixsternhimmel auf die 12 Sinne, mit den Wandelsternen auf die 7 Lebensorgane, also unsere wesentlichen Organe, und dann auf die 3 Fähigkeiten des Denken, Fühlen und Wollens bis zur Harmonisierung des Ich. Ich zitiere: Die Gefahr, die darin bestand, dass durch den Einfluss, Bemerkung, der Widersachermächte des Luzifers und des Ahrimans, das Ich des Menschen in Unordnung gekommen wäre. Die Sinnesorgane wären in Unordnung gekommen durch Luzifer in der lemurischen Zeit. Das war also die Harmonisierung der 12 Sinnesorgane. Und in der ersten atlantischen Zeit drohten die Lebensorgane in Unordnung und Disharmonie zu kommen. Das war dann die Harmonisierung dadurch, dass das Christuswesen sich hineingesenkt hat in die etwas niedriger stehende Sphäre der Wandelsterne und in der letzten atlantischen Zeit den Gemütsorganen, also denjenigen Organen, die dem Denken, Fühlen und Wollen zugrunde liegen und sich mit der Sphäre der Wirksamkeit zueinander von Erde, Mond und Sonne gesenkt hat. Und in der nachatlantischen Zeit, also in unserer gegenwärtigen Zeit, drohte das Ich des Menschen in Unordnung zu bekommen, weil das Ich in dieser Zeit Platz greifen sollte in der menschlichen Entwicklung, suchte man die Harmonie herzustellen zwischen dem Ich und den Kräften des Kosmos, sodass das Ich nicht ein Spielball werde der Kräfte des Kosmos.
Das, ich zitiere weiter, das sahen die Wesenheiten der höheren Hierarchie, so wie der nathanische Jesus später lebte, also einer der beiden Jesusknaben, war er in der lemurischen Zeit in der Geisteswelt vorhanden in einer Engelwesenheit und ihm war es vorgesetzt, sich mit der Christuswesenheit zu durchdringen. Während die Hünen später durchdrungen wurden mit der Christuswesenheit, wurde damals das seelische Element dieses Engelwesens durchgeistigt von dem Christusimpuls. Damals senkte sich schon der Christusimpuls in die Seele des späteren nathanischen Jesus herab. Das geschah in der Geisteswelt. Aber die Strahlen, die davon ausgingen, breiteten sich über die Erde und besänftigten die überempfindlichen menschlichen Sinne, sodass die Gefahr beseitigt wurde. Und so sehen wir das Christuswirken, das Wirken des Sohn Gottes, des Weltenwortes, für die Entwicklung, überhaupt die Möglichkeit der Weiterentwicklung der Menschheit, indem dieses höchste Wesen nach und nach in Stufen von 12, 7, 3, 1 heruntergestiegen ist, auf die Menschheitssphäre, in die Menschheitssphäre sich verbunden hat mit der Menschheit. Zitiere, wäre dieses Blut nicht geflossen, dann wäre im Laufe der Entwicklung die Ichsucht im Blute des Menschen immer größer und größer geworden. Die Reinigung des Blutes von der Ichsucht, das wird durch das Mysterium von Golgatha bewirkt. Das Menschenblut wurde durch diese Tat der Liebe vor seiner Ichsucht errettet. Und im Jesus Christus sehen wir die Verkörperung eben des Sohnes des Gottes, des Gottessohnes, des Christuswesen, des Sonnengeistes, einer höchsten Sphäre der dreifaltigen Gottheit. In den Evangelien können wir finden die höchsten Ideale von Weisheit, Macht und Liebe. Also wir sehen in dem ganzen Ereignis von Golgatha, in dieser Weihnachtszeit bis hin eben zur Taufe im Jordan, wirken und auf verschiedenen Wegen sich dann zu verbinden, das Ideal der Weisheit, also in dem Zarathustra-Ich, Geburt des Geistkönigs, die Individualität des Zarathustra als die höchste und weiseste Individualität der Menschheit, empfangen von drei höchsten Magiern, also den drei Königen. Ein Impuls von Liebe und Güte, dem gegenüber tritt Feindschaft in der Gestalt des Herodes. Im Matthäusevangelium. Und wir haben den zweiten Strömung der höchsten Bedeutung der Liebe in dem nathanischen Jesusknaben, in der nathanischen Seele. Das menschliche, einfache, hilflose, ohnmächtige Kind, wie ausgeschlossen von der Menschheitsentwicklung. Alle können sich verwandt fühlen mit dem so einfachen Kind, das doch so groß zu allen sprach. Das Lukas-Evangelium. Und das dritte Strömung, die höchste Macht. Der Christusimpuls als ein Verständnis des kosmischen Christus, eine mächtige Wesenheit tritt in die Menschheit herein, viel größer als der Geistkönig. Also im Johannes- und Markus-Evangelium. Und die drei heiligen Könige, die drei Magier, also die drei Eingeweihten, die da kommen, um das Jesuskind zu begrüßen, sie bringen das Gold als die Einsicht in das Göttlich-Geistige. Sie bringen den Weihrauch als den Opferdienst, die menschliche Tugend. Und sie bringen die Myrrhe als die Verbindung der Menschenseele mit der Ewigen, mit dem Ewigen, mit der Ewigkeit, der Unsterblichkeit. Im Jesus von Nazareth war nach der Taufe im Jordan eingezogen das Christuswesen. Und in diesem Jesus Christus lebte eine menschengewordene Wesenheit, die ein spirituelles Bewusstsein, ein bewusstes Allbewusstsein hatte. Es war ihr bewusst gegenwärtig, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist, was uns Rudolf Steiner gezeigt hat in den Stunden der Hochschule. Die Fähigkeit des Menschen, sich auch dorthin aufzumachen am Weg in eine Situationsmeditation, also im Tagesbewusstsein,
sich geistig so zu entwickeln, dass man ein Anfänge eines spirituellen Bewusstseins entwickelt in einer unmittelbaren Verbundenheit mit der geistigen Welt. Und der Jesus Christus hat uns gezeigt, sozusagen, das Ziel der Menschheitsentwicklung, das höchste Ziel der Menschheitsentwicklung, die völlige Verbundenheit mit der guten geistigen Welt. Und hat so vorgelebt wie ein Mensch, die Widersacher überwunden hat, in den 40 Tagen in der Wüste in Verbindung mit der geistigen Welt ich bewusst steht und aus dieser Verbundenheit mit der geistigen Welt in der physischen Welt heilend wirken kann. Etwas, was jeder Mensch in gewissem Umfange auch erreichen kann. Für ihn galten keine traditionellen irdischen Regeln und Sitten. Er hat sie dann gebrochen, wenn er aus dem gegenwärtigen Erleben erkannte, dass eine andere Handlungsweise zum Guten führt, aber immer die ewigen geistigen Gesetze haltend. Die moralische Intuition lebte erstmals in dem Jesus Christus. Die volle ich-bewusste Geistesgegenwart, aus dem Ich heraus wahrnehmen, geistige Intuition, reines Urteil, vollständiges Erkennen und moralisches, heilendes, selbstlos liebendes Handeln. Er lehrte uns, wie wir mit den Widersachern umgehen sollen, wie wir Dämonen austreiben können, Krankheiten heilen, Schriftgelehrte und Pharisäer in ihre Grenzen weisen, überkommene Regeln dort überwinden, wo sie moralisches Handeln verhindern, den Menschen seinen Weg weisend, wieder zurück zur geistigen Welt. Nun aber als selbstbewusste, als ich-bewusste, denkende, freie, liebende Wesen. Dieses Menschenideal sprach der Jesus Christus aus mit den Worten: Bleibt hier, bleibt bei mir, wachet und betet. Das ist das, was wir heute als Menschen lernen können, die Fähigkeit in einer Verbundenheit mit der wirklichen, guten, geistigen, göttlichen Welt zu treten in unserer moralischen Intuition und aus dieser freien, geistigen Verbundenheit moralische Impulse in die Welt hinein zu verwirklichen. Im Seelenkalender für diese Zeit von Rudolf Steiner heißt es: Und bin ich in den Geistestiefen, erfüllt in meinen Seelengründen, aus Herzensliebe Welten, der Eigenheiten leerer Wahn, sich mit des Welten Wortes Feuer Kraft. Und das feiern wir, die Verbindung des Christus mit der Erdensphäre, mit allen Menschen, mit der Menschheit. Und der Mensch, der den Christus sucht, sich mit ihm verbinden kann, diese Menschen machen auch eine Verwandlung durch. Wir haben in unseren Herzen den Christus, eine Verbundensein mit dem Sonnengeist. Wir tragen Sonnenmoralfähigkeiten in uns. In uns wird geboren das Gotteswesen, der Christus in unseren Herzen. Die Menschheit der Zukunft wird eine sein, die mit dem göttlichen Moralimpulsen, mit dem Moralsein in Verbindung kommen kann. Rudolf Steiner beschreibt, dass das auch im Menschenorganismus, im ganzen Menschenwesen Verwandlungen vorgehen. Es ist ein Ätherisierungsprozess, der stattfindet im Herzen. Und so, ich zitiere, so aber ist seit dem Mysterium von Golgatha eine fortwährende Möglichkeit vorhanden, dass in diesen Strömungen, die also gehen vom Herzen zur Zirbeldrüse, sich verbinden können mit dem Geistigen, mit der moralischen Welt, Strömungen von unten nach oben, die Wirkung des ätherischen Blutes des Christus mitströmt. Aber eine Verbindung dieser beiden Strömungen kommt nur zustande, wenn der Mensch das richtige Verständnis entgegenbringt, was im Christusimpuls enthalten ist.
Also das Verständnis des Christus Jesus, das Ereignis von Golgatha und den seit damals im irdischen Wesenstrom wirkenden Christuswesen, unser Verständnis für die Wissenschaft von Gral, unser Streben nach Geisterkenntnis und moralischer Entwicklung führt uns in eine bewusste Verbundenheit mit dem Welten-Menschen-Wesensstrom. Das kann uns bringen in eine geistgetragene Erkenntnis, zu einem neuen, liebedurchtränkten Herzdenken. Wie der Jesus, die beiden Jesusknaben den Menschen veredelt, hochgehoben haben, muss auch jeder Mensch so gut, wie er das in dieser Zeit kann, sich seinen Menschenleib, seinen physischen Leib, Ätherleib und Astralleib verwandeln, würdig machen für den Einzug, für die Verbundenheit mit dem Christuswesen. Der Mensch hat sein Herz, das diese Verbundenheit mit dem Christusimpuls erreichen kann, und dann strömen moralische Intuition, moralisch-ästhetische Impulse in uns ein. Der Makrokosmos hat also etwas dem Herzen entsprechendes, die Sonne, und so sollten wir dann auch entwickeln im sozialen Organismus eine organische soziale Gestalt mit Blutbahnen und mit einem Herzen, das eine Verbundenheit hat mit dem Christuswesen. Ich zitiere: Im Grunde genommen ist das menschliche Leben nur dadurch gerechtfertigt, dass wir unsere Gedanken in den Dienst des Guten und Schönen stellen und unser intellektuelles Wirken durchströmt sein lassen von dem wahren, echten Herzblut des göttlich-geistigen Lebens, durchströmt sein Lassen von moralischen Impulsen. Und diesen Beginn dessen, was wir hier tun können, wie wir uns hineinleben können, heilend in die Welt, selbst heilend und heilend die Welt, das feiern wir an diesem 6. Januar, der Christgeburt, der Geburt des Geistes, der Offenbarung des Herrn. Durch den Einzug des Christuswesens in das Menschenwesen ist der Mensch zu einem Wesen geworden, das im Sinne der geistigen Welt ein aus sich heraus selbstständiges moralisches Wesen sein kann. Und da zitiere ich noch einmal Rudolf Steiner: Im echten Sinn moralisch kann nur das Ich selbst betrachtet werden. Nicht einmal beim Astralleib kann man von moralischen Impulsen reden. Also niemand Fremder kann uns sagen, was moralisch ist. Nur wir können es sagen und nur unser Ich kann das sagen in seiner Verbundenheit mit der höheren geistigen Welt, mit dem Christuswesen. Man kann beim Astralleibe nur insofern von moralischen Impulsen reden, als das Ich während des Lebens in inniger Zusammenhang mit diesem Astralleib ist und sich dadurch die Impulse der Moralität, die sich im Ich geltend machen, auf den Astralleib übertragen. Also das ist das Wesentliche der Christgeburt, die wir feiern. Und beenden möchte ich das mit den Worten aus dem Grundstein der 7. und 8. Strophe, die uns schildert, dieses Hineingehen des hohen, höchsten Christusgeistes in den irdischen, menschlichen Wesensstrom. In der Zeitenwende trat des Weltengeistes Licht in den irdischen Wesensstrom. Nacht dunkel hatte ausgewaltet, Tag helles Licht. Er strahlte in Menschen Seelen, Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen, Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, das Gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Ich wünsche Ihnen noch
ein wunderschönes Epiphanias und herzlichen, vielen herzlichen Dank.